Kommen wir mal noch zu einer ganz interessanten Zielgruppe, nämlich Privatpersonen. Ich kann Ihnen da einen ganz tollen, einige kennen den CO2-Rechner des Umweltbundesamtes empfehlen. Sie sehen unten die URL, relativ einfach zu merken, uba.co2-rechner.de. Warum ist das so ein spannendes Instrument? Weil Sie auf diesem CO2-Rechner zunächst mal Ihre eigene CO2-Bilanz ermitteln können. Also Sie als Privatperson können schauen, was habe ich denn für einen Ausstoß an Emissionen. Und das zweite Interessante ist, dass Sie dann ein Szenario entwickeln können, wie wollen Sie denn in Zukunft und in den nächsten 15 Jahren diese CO2-Bilanz eigentlich reduzieren. Ich kann das nur empfehlen, weil ich habe das auch gemacht und ich war einmal zunächst mal überrascht. Ich dachte, ich liege besser. Sie sehen, die rechte Spalte ist der durchschnittliche CO2-Verbrauch der Bundesbürger. Meiner liegt bei 9,01 Tonnen. Warum? Weil ich hier im Bereich Heizung die Chance habe, an einem Hackschnitzelheizwerk angeschlossen zu sein. Das wirkt sich sehr positiv aus. Ich beziehe Ökostrom, das wirkt sich auch positiv aus. Bei der Mobilität, muss ich sagen, könnte ich mich noch ein bisschen verbessern. Bei der Ernährung bin ich Durchschnitt, beim sonstigen Konsum vielleicht ein bisschen besser. Und öffentliche Emissionen sind das, was die Öffentlichkeit, Verwaltung insgesamt, haben die das hochgerechnet und durch die Bundesbürger geteilt. Das ist der Anteil, den ich dann bekommen habe, den aber jeder von Ihnen bekommt. An dem können wir nichts drehen, sondern es sind einfach die öffentlichen Emissionen, die verteilt werden auf alle Bundesbürger. Ja, und dann habe ich mir darüber überlegt, jetzt gehe ich mal an ein paar Stellschrauben ran und versuche mal, ob ich es hinbekomme, irgendetwas zu vermindern. Also ich war dann sehr hart mit mir, habe dann hier in diesen ganzen Bereichen dort oben, habe nachgeschaut, wo kann ich was ändern, habe mich entschlossen, natürlich auf E-Mobilität umzusteigen, Ökostrom habe ich schon, bin nochmal gegangen auf vegetarische Ernährung, habe noch andere Stellschrauben gedreht und siehe da, es ist schon eine Ersparnis drin. Und dann habe ich mir gedacht, dieses Ergebnis von 9 Tonnen, die könnte ich doch eigentlich noch vermeiden, nämlich irgendwo anders, indem ich ganz einfach Humuszertifikate kaufe bei der Stiftung Lebensraum und damit nicht meinen eigenen CO2-Emissionen vermindere, aber bei anderen. Und das ist ja die Möglichkeit, die jeder hat, dass er sagt, er vermindert aber das, was er selber auf anderer Stelle spart, er da nochmal CO2-Emissionen ein. Ja, und so käme ich nach dieser Rechnung dieses Rechners eigentlich ganz gut hin, wenn ich das kontinuierlich mache. Denn hier ist die Grenzen, die wir einhalten sollten, damit wir 2050 hier landen. Ich wäre allerdings 2050 99 und ob ich dann noch sehr viel emittiere oder schon zu Humus geworden bin, das weiß ich jetzt nicht. Ja. Wenn ich es erlebe, würde ich mich freuen, ja. Aber man sieht, man kann schon auch im persönlichen Bereich was machen, indem man kontinuierlich da dran geht. Und dass wir auch unseren eigenen CO2-Verbrauch, ganz einfach auch Emissionen, dass wir den senken müssen, das ist eh klar. Also wir könnten jetzt sagen, die anderen, die Landwirte oder die Bodennutzer, die machen das für uns. Wir müssen auch selber ran. So, und dann bekomme ich, wenn Sie das bei uns machen, bekommen Sie dann ein Zertifikat von der Stiftung, wo auch dokumentiert ist, was Sie eingespart haben an CO2 und Augenblick, das war jetzt und die privaten Zertifikate, die werden wir auf einer Fläche am Hengsbacher Hof alle zusammenfassen und dort den Humus aufbauen.